Ja. Assalamu alaikum, ich bin hier mit Jamal, heute am deutschen Eck und das Wetter sieht ziemlich stürmisch aus. Ist heute ein bisschen am Blasen, nicht? So wie ich gleich bei dir, Bro. Digga, schon wieder. Jedes Mal kommst du mit dieser Scheiße. Oh, hä? Digga, ruf mich nicht mehr an, lösch meine Nummer. Alles klar. Let's go. Und Leute, sendet mir gerne Clips über meinen Discord-Server zu. Der Kiss the Link Home, ist in kiss der the Home. Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Es gibt einfach Leute, die kaufen sich immer noch ein Fahrrad. Bro, ich bitte dich, wir haben 2021, sei nicht so peinlich. Geh einfach zum Bahnhof, da stehen 1000 Stück, such dir dort eins aus. Ja, Willst du Mann. Mountainbike? Nimm dir Mountainbike. Willst du Damenfahrrad? Nimm Ja. Damenfahrrad. Ja. Digga, du bist nicht hart, du bist Grundschullehrer, oder? Grundschullehrer. Oder das bitte. Hallo. Hab ich dich endlich gefunden, ne? Alles fit bei dir? Er liegt schon seit einer Woche hier im Koma, er redet nicht viel. Du liegst hier seit einer Woche nur rum. Es wird mal Zeit, dass du mal wieder ein bisschen Sport machst. Das wird heute nichts mit dem Sport. Das ist ja sicher nur ein Scherz, ne? Nee, ist es nicht. Okay. Simulant! Hä? Was? Was? Hi! Hello. Yes. How are you? Can I help you? I want one Red Bull. Yes, take. Oh. How? Give me money. How much? Give me money. How much? No. Why? Yalla. All right, bro. Zum Beispiel, ich habe jetzt keine Zigaretten mehr. Jetzt gehst du los und holst mir Zigaretten. Fertig. Und da möchte ich kein Piepsen hören. Und das macht sie auch sofort. Ja, ich hoffe ja nicht, dass sie jetzt mit meinem Porsche abhaut. Ja, natürlich macht sie das. Und das ist das heutzutage. Alter, Jeder Mann Dicker. wünscht sich das, dass er zu seiner Frau sagt, ich gehe da und dahin. Oh, Und dass sie sagt, Dicker. okay. Und nicht, wann kommst du nach Hause? Oder eine SMS Dicker, schreibt, halt wenn du nach deine Hause kommst und Fresse. Ärger. Wie viele Leute stehen in der Kneipe und sagen, ach du Scheiße, gleich gibt's Ärger zu Hause. Ärger, was ist das? Habt ihr eure Frauen nicht im Griff? Oh, Dicker, ganz schlimm. Mein Akkuflex. Hier mit einem 5 Ampere Akku. Und der Fächerscheibe. Ich bin begeistert. Kurze Vorführung. Geil, oder? Dicker, dieser Smiley auch noch dazu, bei Gott. Nie wieder Kabel. Oh, oh nein! Mann! Die Glas. Knasse Viewers. Verflixt. Würde es dir besser gehen, wenn du da jetzt runterspringst? Ein kurzer Jump? Echt? Halt deine Fresse. Halt einfach deine Fresse. Okay, sagt mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin, die ihre Cola nicht so trinkt, sondern ab und zu mal mit Erdnüssen snackt. Und zwar packe ich die Erdnüsse in meine Cola. Ja. Nein, das macht niemand, wirklich. Das macht niemand. Du hast eine Psychose, egal wer du bist, geh zum Zahnarzt, zum Arzt, Digga. Also irgendwas stimmt mit dir nicht. Niemand trinkt seine Scheiß-Cola mit Erdnüssen. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Deine Eltern müssen irgendwas in der Erziehung massiv falsch gemacht haben. Es fuckt mich ab, dass Leute sowas überhaupt praktizieren. Es nervt mich. Du hörst jetzt auf, das zu machen, weil es. Ja, Leute, wirklich da rein. Dann könnt ihr die gleichzeitig trinken und essen. Versaut euch nicht die Finger und. Ah, sehr entspannt. Richtig, richtig. Wer frisst beim Scheißen auch gerne Schokolade, weil er dann nicht mehr auseinanderhalten kann, ob es Scheiße oder Schoki am Finger ist? Let's go! Ich brauche doch nicht zu lügen. Ja, ich trage eine Brille zum Jetski fahren. Jetski ist da, meine Brille ist auf. Führerschein für den Jetski habe ich auch. Das ist nämlich ein ganz spezieller Führerschein, der Jetski-Führerschein. Okay. Kleine Sportsession. Es geht, Bruder. Revi meinte, er hat euch gezwungen. Was? Nee, Revi hat uns nicht gezwungen. Was habe ich? Aber Revi hat ein bisschen Wingman gemacht. Ein bisschen. Wir hätten es euch jetzt auch ohne Revi geschafft. Sag ich, wie es ist. Aber Revi hat so ein bisschen Wingman gemacht. Ist der alte Reef Smart. So ein bisschen. Ich habe nicht bisschen Wingman gemacht. Oh, ich habe die beiden. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin hingekommen, ja? Ich habe in Madeira das Zimmer aufgeschlossen. Ich habe einfach 3 Gurken und 10 Liter Gleitgel reingeschmissen und habe gesagt, ihr kommt erst wieder raus, wenn das alles aufgegessen ist.
Aber die haben es nicht aufgegessen. Ich habe abgeschlossen. Die haben miteinander rumgevögelt. What the fuck, Mann? Nein, also actually ist das tatsächlich, also das ist meine Schuld. Das ist meine Schuld gewesen. Ich bin aber auch stolz drauf, muss ich sagen. Ich habe auch gesagt, ey, wenn ihr irgendwann ein Kind haben wollt, was nicht ganz so hübsch ist und vielleicht ein bisschen geistig behindert ist, ich würde spenden. Ich würde einfach spenden, weil ihr werdet gute Mütter. Ich würde spenden. Ich sag's, wie es ist. Was haben dieser Wertstoffhof und die Avengers gemeinsam? Keine Ahnung. Thor. Bro, das ist unglaublich schlecht. Das können wir nicht hochladen. Findest du? Ich find's gar nicht so schlecht. Eine Rolli ist für mich nicht genug, denn gerade im Ferrari vergeht die Zeit wie im Flug im Portofino. Gibt jeder mal gern Gas, aber jeder weiß, ich verkauf gar kein... 10 vor 10. Cheers. Gib mir das. Ja. Ready? Ready? Geil. Einfach Mykonos. So, das nennst du Arbeit? Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Manchmal muss ich die Antenne verstellen. Manchmal verliere ich die Fernbedienung. Und manchmal tut mir ganz schön der Allerwerteste weh. Oh, du armer Kerl. Übrigens, absolut schreckliche Memes heute. Glaub ich nicht. Aber das kann nicht sein, dass ich jetzt was Neues hochgeladen habe.